PC Building Simulator Folge 10. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde, es geht endlich weiter ein bisschen mit dem PC Building Simulator. Ich habe zwar ein wenig Schwierigkeiten, mich heute zu konzentrieren. Ich will da jetzt nicht drauf eingehen. Ich sage einfach mal Infovideo anschauen. Und vielleicht die Kommentare drunter lesen, egal. Aber es geht weiter. Ich habe vor ungefähr 3 Wochen das letzte Mal gespielt. Es wird Zeit, dass ich weiterspiele. Und ich muss gestehen, beim letzten Mal hat mich das ziemlich beschäftigt mit diesem 4-Sterne- und 5-Sterne. Beziehungsweise selbst nach dem Ausmachen des Spiels hat es mich noch beschäftigt. Und ich bin nicht wirklich schlauer geworden. Also ich hatte ja tatsächlich, das muss ich kurz erklären, ich hatte ja tatsächlich einen Kunden, bei dem ich dachte, ich habe alles richtig gemacht. Und es waren nur 4 Sterne. Und ich habe mich wirklich also bemüht, in Foren nachgeschaut. Und ich komme nicht drauf. Ich habe keine Ahnung, woran es lag. Das Einzige, was ich gelesen habe, ist, dass manche Kunden wohl Neuteile bevorzugen. Also vielleicht hätte ich den alten 8 GB RAM-Riegel. Vielleicht hätte ich den ausbauen müssen, weil er wollte ja 16 GB haben. Er hatte schon 8. Und ausbauen müssen und 2 nagelneue 8er rein oder vielleicht ein 16er Riegel. Aber ich bin der Meinung, von der Logik her, man gibt so wenig Geld vom Kunden aus, naja, wie möglich. Dass das natürlich was Gutes ist. Ja. Ansonsten, ich habe es nicht rausgefunden. Ich habe noch überlegt, ob es vielleicht an den Megahertz-Zahlen von dem RAM lag. Weil sein Text war ja, nichts funktioniert angemessen, ich habe das gerade vor mir, nichts funktioniert angemessen schnell. Ich möchte 16 GB RAM eingebaut haben. Wenigstens nicht so schnell, wie er mal war. Allein der Satz ist komisch. Aber ich dachte mir, vielleicht hätte ich mehr Megahertz nehmen müssen. Aber das, was ich eingebaut habe, das war schon von den Megahertz-Zahlen das Maximum. Ja. Also ich hatte schon die 2666 eingebaut. Es müsste der hier gewesen sein, wenn ich nicht total irre. Mehr ging nicht. Es waren auf jeden Fall schon die höchsten Megahertz-Zahlen. Ich dachte erst, vielleicht... Nein, das war es nicht. So. Ansonsten wollte er noch Kunststoff-Weißkabel, habe ich eingebaut. Ich bin bisher nicht drauf gekommen. Ich weiß es nicht. Von euch hat leider auch niemand in den Kommentaren irgendwie was geschrieben. Das ist seine Rezension. Ich kann es mir nicht erklären. Das Einzige, weil er... Man soll ja zwischen den Zeilen lesen, wobei ich dachte, ich habe das. Weil er halt immer mal wieder das Wort schnell gesagt hat. Ja, nichts läuft angemessen schnell, ja, bla bla bla, wenigstens nicht so schnell, wie er mal war. Vor allem, das, was soll das heißen? Wenigstens nicht so schnell, wie er mal war. Heißt, er hätte ihn schneller gewollt? Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass ich vielleicht hätte einen Benchmark machen sollen. Aber das macht ihn ja auch nicht schneller, den PC. Also, ganz ehrlich, ich habe mir echt den Kopf zerbrochen. Und ganz ehrlich, keine Ahnung. Was ich sehr schade finde, weil irgendwo brauche ich ja auch ein Feedback, wenn ich wissen will, was ich, also wie soll ich sagen, wenn ich mich verbessern möchte, wenn ich mich verbessern will. Ich muss ja wissen, was ich falsch gemacht habe, sonst kann ich es auch nicht ändern. Wenn ihr es wisst, ich kann es nur wieder sagen, ich weiß es nicht. Ich komme nicht drauf. Vielleicht hätte ein Benchmark den Unterschied gemacht oder Neuteile oder ein 16er Riegel statt 2,8er. Ich kann ihm nicht noch eine schnellere Grafikkarte oder sonst was einbauen, nur damit er schneller wird. Ich hab's nicht verstanden. Sehr schade. Es wird mir vielleicht noch ein paar Mal so gehen, könnte ich mir vorstellen. Aber es hat mich schon gestresst oder mich aufgeregt, weil ich dachte, ich find's nicht raus. Nicht mal im Forum von dem Spiel selbst, also in Steam. Keine Ahnung. Egal, jetzt habe ich 4 Minuten gequatscht. Machen wir einfach weiter. Den letzten PC, den ich gerichtet habe, war ein PC, bei dem ich das Netzteil auswechseln musste. Das hat geklappt. Der Kunde war auch zufrieden. Er hat zwar nichts geschrieben, habe aber 5 Sterne bekommen. Jetzt schaue ich einfach mal, was als nächstes zu tun gilt. Ich muss mich auch hier so ein bisschen reinbrainen. Es ist nur mal 3 Wochen her. Das war auf jeden Fall der Kollege mit dem Netzteil. Den habe ich auf jeden Fall glücklich gemacht. Da habe ich, glaube ich, sogar noch einen extra Virenscan gemacht, obwohl es nicht dabei stand. Da gab es 5 Sterne. Keine Ahnung, ich verwerfe das jetzt einfach. Wir schauen jetzt einfach mal. Hier gibt es wohl neue Teile. Von mir aus. Soll mir recht sein. Die Stromrechnung habe ich schon bezahlt. Ich dachte eigentlich, das habe ich schon verworfen. Ich glaube, ich habe es nicht gemacht, weil er dann hier reinrutschte. Ist auf jeden Fall klar. Haben wir gemacht. Ich war es nicht sogar in der letzten Folge. Ich weiß es nicht.
Jetzt schauen wir mal, was es zu tun gibt und gehen quasi frisch ans Werk. Von B Finanzstark, Wickert, ein Notar. Wer rüstet meinen PC auf? Fragezeichen. Wie ich höre, arbeiten Sie mit Computern. Echt jetzt? Mein Rechner ist in letzter Zeit sowas von langsam. Schreibt mir da sowas nicht zusammen? Na egal. Ich hoffe, 8 GB Arbeitsspeicher, wenn Sie so viel unterbringen können. Ach, ich hoffe auf. Entschuldigung. Ich dachte, er fragt jetzt, ob das reicht. Ich hoffe auf 8 GB Arbeitsspeicher, wenn Sie so viel unterbringen können. Gut, warum soll das nicht gehen? Als ich ihn hochnahm, hat's ziemlich gestaubt. Das Zeug verstopft doch nicht etwa den Innenraum, oder? Doch, vor allem die Lüfter. Versuchen Sie erst gar nicht, mir irgendwelche Gebrauchtteile unterzujubeln. Ich will ausschließlich Neuware. Oho. Was halten Sie von dekorativen Kabeln? Erst neulich habe ich ein paar richtig tolle Kunststoff-hellgraue Kabel gesehen. Okay, alles Liebe, Barbara. Naja, gut, das sind Hinweise. Also, sie möchte graue Kabel? Von mir aus. Und Neuteile. 8 GB. Die Frage ist natürlich jetzt, was hat er denn bisher? Der Kollege. Oder die Kollegin. 4 GB. Ja gut, das wird ja nicht das Thema sein. Wobei ich sagen muss, da bin ich jetzt hin und her gerissen. Baue ich es jetzt aus oder mache ich 4 GB dazu? Also ich bin jetzt eigentlich in dem Hang dazu, auch ausgelöst oder beeinflusst von diesem 4-Sterne-Typ, die 4 GB rauszuwerfen und ihm einen brandneuen Achterriegel reinzubauen. Wenn das mal gut geht. Vielleicht kriege ich dann auch sowas zu hören wie, ja, wo ist mein 4 GB-Riegel oder sowas. Ich als Kunde würde es tun. Aber, na gut. Kann man natürlich tun. Kann man natürlich machen. Ich versuche jetzt mal das rauswerfen und neue Teile einbauen. Sprich, 8 GB Arbeitsspeicher werde ich auf jeden Fall ordern, in der Hoffnung, dass es in seinen Rechner dann auch reinpasst. Ich muss mal gucken vom, ja, vom Sockel oder was weiß ich was. Und entstauben. Okay. Und neue Ware und die Kunststoffkabel. Das ist ganz schön was zu tun. Wegen Benchmark oder Antivir hat er jetzt keinen Ton verloren. Das Problem ist, würde ich glaube ich auch nicht machen, weil ich muss ja irgendwann fertig werden. Gell? Aber das kann ich annehmen. Die Frage ist, was ist das für ein Speicher? 2400er. Ich werde wohl denselben nochmal ordern. Es kann zwar sein, dass ich auch höhere machen darf, aber sicher ist sicher. DFL, Motiv, irgendwas. 2400. Na gut. Ich hoffe, ich kriege das hin. Schauen wir gleich mal im Shop, das interessiert mich bei den Speichern. Die hießen DFL. Ich versuche natürlich immer irgendwo dasselbe zu holen. Das müssten die da sein. Dann ordere ich jetzt mal einen Achterriegel. Ich mache jetzt ganz bewusst keinen Viererriegel. Ich ordere jetzt ganz bewusst einen Achterriegel. Ich glaube, er will das so. Vielleicht ist das jetzt auch falsch. Abgesehen davon, wenn man so möchte, ist es natürlich so gesehen für mich gut, weil ich einen Viererriegel natürlich dann übrig habe. Den könnte ich natürlich dann verbauen. Also ich würde einen Viererriegel geschenkt bekommen. Ganz wohl ist mir allerdings nicht dabei, aber ich habe das Bedürfnis, irgendwas zu tun. Irgendwas muss ich machen. Ja. Auf jeden Fall 8 GB, das wäre der da. Das wäre schon mal das. Ich will natürlich jetzt noch nicht die Bestellung abschicken. Es kommt ja wahrscheinlich noch mehr dazu. Kabel habe ich genug. Entstauben ist auch kein Problem. Okay. Was hätten wir da noch? R. Weiser. Wieder ein Arzt. Ist das schon wieder ein Virus? Alles klar, mein Computer benimmt sich merkwürdig oder ganz merkwürdig. Wissen Sie, wie man Malware wieder los wird? Schaffen Sie das vor dem 11.01. morgen? Die Lüftungsschlitze sind ganz schön verstaubt, darf das denn sein? Neulich habe ich auf, was, auf PC-Bay ein paar von diesen abgefahrenen Kunststoff-Weißkabeln gesehen. Also langsam gehen sie mir ein bisschen auf die Nerven, weil das ist immer dasselbe. Ich soll immer irgendwelche Kabel austauschen. Also einmal ist es witzig, zweimal auch, beim dritten Mal nervt es irgendwann. Also finde ich, innovativ ist das jetzt nicht gerade, muss ich ganz offen sprechen. Aber von mir aus kriegt der eben auch noch weiße Kabel. Das heißt also, Antivir, dann entstauben und die Kabel wechseln. Meinetwegen, von mir aus. Muss ich natürlich so gesehen auch nicht, ja, wie soll ich sagen, irgendwas ordern. Meine, vom Datum her, heute ist, glaube ich, der 9. im Spiel. Richtig? Sehe ich das korrekt? Ne, der 10. Ja gut, wenn der morgen kommt und ich ihn morgen wieder abgebe, dann ist ja der richtige Zeitpunkt. Das passt dann schon. Das heißt, ich kann das annehmen. Ist natürlich das kleinere Übel. Was haben wir noch? Ich weiß nicht, ob ich alle annehmen werde, aber auf der anderen Seite machbar, denke ich, ist es. Gut, die Zeit läuft natürlich immer mit. Ja. Ein Upgrade, damit ich segeln kann. Hallo, ich habe da mal diese tolle Segelsimulation angespielt, aber während mein Computer das Spiel startet, scheint die Bildrate in den Keller zu gehen, wenn ich die Einstellungen hochsetze. Ja, das kennen wir, glaube ich, alle. Hin und wieder. Ja. Ich habe ein Programm namens
Will It Run benutzt, um die Spezifikationen herauszufinden und festgestellt, dass mein PC zwar die Mindestanforderungen knapp erfüllt, für die empfohlene Spezifikation aber wohl eine bessere GPU benötigt. Können Sie sich die Sache vielleicht mal ansehen? Ich meine, das Problem ist natürlich, ich habe dieses Programm Will It Run aber nicht. Woher soll ich denn wissen, was der jetzt für eine GPU braucht und welches Spiel der da spielt? Das finde ich ein bisschen haarig. Ich weiß, dass es Software gibt im Shop. Und dass es, glaube ich, auch eine Software gibt, Will It Run, genau das hier. Was ich noch nicht ganz verstehe, hier steht dran, finde heraus, ob ein Teil funktionieren wird, ohne es erst installieren zu müssen. Ja gut, das hat ja mit dem Spiel nichts zu tun. Ich nehme das jetzt mal an, ich will auch kein Spielverderber sein, aber mal gucken, ob ich das ohne das Programm rausfinde, weil das ist das dasselbe Programm? Hier steht ja nicht, kann Spezifikationen von Spielen darlegen oder sowas, aber wenn alle Stricke reißen, muss ich dieses Will It Run einfach kaufen für 200 Dollar. Leisten könnte ich es mir. Vielleicht soll das einen auch so ein bisschen dazu bringen, dass man es kauft. Also, in Gottes Namen nehme ich das auch noch an. Ah, jetzt kommt natürlich die Erklärung. Ich habe es mir fast schon gedacht, dass das einen zu diesem Programm führen soll. Zweckmäßig konfigurieren. Bei diesem Auftrag musst du auf die Will It Run Anwendung zurückgreifen, die du im Shop besorgen kannst. Also doch. Du installierst sie auf einem PC, um zu überprüfen, welche Anforderungen für das jeweilige Spiel zu erfüllen sind und ob der PC in der Lage ist, das entsprechende Programm auszuführen. Na gut. Das war eine Ansage, also muss ich dieses Will It Run bestellen. Na gut. Kann ich machen. Von mir aus, dann legen wir das Will It Run halt einfach in den Warenkorb. Es soll ja wohl so sein, dann machen wir das. Das ist das hier. Es gibt hier noch jede Menge mehr, aber es geht in erster Linie mal darum. Na gut. Recht teuer. Wobei Bongel, glaube ich, noch teurer war. Na gut, das wäre also das. Ja, ganz schön was zu tun. Und dann hätten wir den da noch. Blake Petterberg, Movie Mania oder Mania X. Brauche Festplattenkapazität zur Vorbereitung für das Kinoereignis. Hä? Okay, ich lese es mal vor, es ist viel Text. Fürchte ich. Darf ich mich vorstellen, mein Name ist Blake Petterberg und ich gehöre zum Stammpersonal hier bei Movie Maniacs, der Nummer 53 unter den Websites mit Kinomeldungen und Filmrezensionen in Großbritannien und im deutschsprachigen Raum. Platz 53, alles klar. Angesichts der bevorstehenden Premiere des voller Spannung erwarteten nächsten Blockbusters im Ghostlaser-Universum, GLU, möchte ich mir die früheren Titel der Serie noch einmal zu Gemüte führen. Also ich denke mal, das ist fiktiv, Ghostlaser, was soll das sein? Ghostlaser, Ghostlaser 2, Ghostlaser 3, Kippmulde, Mannschaft, Ghostlaser 4, zurück in die Kiesgrube. Ihr wollt mich doch flachsen. Und natürlich das von der Kritik verrissene Spin-off, Tim Schopf und Lukas, der Trucker, ist es jetzt von Jim Knopf mit der Dings oder was, mit der Lok? Eine Ghostlaser-Geschichte. Ey, was ist denn das? Die Sammeledition auf Blu-ray habe ich mir bereits zugelegt, aber jetzt möchte ich sie auf meinem Computer rippen. Na, na, na. Damit ich bei Bedarf eine vollständige oder vollständigere Bild-für-Bild-Analyse vornehmen kann. Leider verfüge ich derzeit nicht über genug Festplattenplatz für diesen Zweck. Könnten Sie meine Speicherkapazität bitte entsprechend aufrüsten? Ein weiteres Terabyte sollte genügen. Oder sollte schon genügen. Blake Petterberg, Assistant Junior Moderator, Movie Maniacs, Action. Okay. 1,5 Terabyte aufrüsten. Ja gut, ich meine, das wird ja wohl nicht das Thema sein. Hier stehen auch nichts, also wie soll ich sagen, nichts zwischen den Zeilen. Ich wüsste nicht, was der jetzt noch zusätzlich möchte. Nicht wirklich. Er hat eine Mortoni Ease Store 500. Na gut, da braucht er nochmal ein Terabyte mehr. Also er will ja nicht 1,5 dazu, er will auf 1,5 aufrüsten. Also braucht er noch ein Terabyte, so verstehe ich das. Ja, also braucht er noch ein Terabyte von Mortoni. Meinetwegen, nehme ich an, kann ich durchaus tun. Muss ich im Shop schauen. Das ist das. Ich gebe auch gleich mal, ich nehme immer meistens das, was die Leute schon hatten. Ja gut, also wenn es eine Mortoni sein soll, dann brauche ich natürlich zwei. Ein Terabyte hat die Firma irgendwie nicht. Ich weiß natürlich nicht, ob ich eine Barracuda oder sowas nehmen könnte. Das Problem ist natürlich, passt die dann? Seagate Barracuda, ich meine, sowas nehme ich halt in Wirklichkeit, aber na gut, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Ich würde es ihm eigentlich empfehlen, oder ich mache ihm zwei
500er Platten, aber ob das. Ja, weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich meine, ich könnte ihm auch eine SSD verkaufen. Boah, jetzt bin ich überfragt, muss ich gestehen, was ich machen soll. Also grundsätzlich würde ich ihm eine Terabyte einbauen. Eine Barracuda. Ob die allerdings passt? Immer gut, warum soll sie nicht passen? Also, das ist ja ganz normale HDD. Hui. Was ist denn das Budget, wenn ich fragen darf? 100. Ja gut, dann geht das nicht. Oder? Warte mal. Oder wartet mal. Wobei doch. Ich dachte jetzt gerade, ich habe jetzt irgendwie das 120 als den Preis. Ich bin jetzt total durcheinander. Bisschen von der Rolle. Nee, die kostet 60. Ja, das geht schon. Also, dann würde ich ihm eine Barracuda einbauen, einfach. Auch weil ich von der Firma überzeugt bin. Er sagt ja nicht, was er will. Also eine Terabyte. Ja, dann probieren wir das. Das ist zwar ein bisschen individuell. Man könnte jetzt auch zwei 500er machen, hier. Aber dann bestelle ich ihm halt eine Barracuda. Wenn das falsch sein sollte, kann ich immer noch die andere nachordern. So eine Festplatte kann man immer brauchen. Okay. Ja, passend sollte die ja. Dann ordere ich halt mal eine Terabyte, die ich ihm zusätzlich einbaue. Weil ich weiß auch gar nicht, ob er für zwei Platten Platz hat. Na gut, dann mache ich das. Dann ordere ich jetzt diese Speichergeschichte. Ja. Und versuche da auf Neuware zu gehen, den alten rauswerfen. Will it run? Und eben eine Barracuda. 360. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass das so passt. Also, ich spiele es einfach mal aus dem Bauch raus. Ihr könnt nicht von mir erwarten, dass ich alles richtig mache. Ich gebe mein Bestes. Auf jeden Fall habe ich die Rechner alle angenommen. Das sind immerhin vier Stück. Bin ja mal gespannt. Das wird nicht ohne, glaube ich. Jetzt weiß ich nicht, ob es sonst noch irgendwas gibt. Sonst könnten wir den Tag mal beenden. Und dann können wir, naja, nicht ganz, aber beinahe in der neuen Folge dann anfangen, mit den Rechnern hier zu arbeiten. Nee, ich glaube, sonst ist nichts. Dann können wir auch mal rausgehen. Kommen wir mal ein bisschen voran, würde ich sagen. Ja, dann gehen wir mal zum nächsten Tag. Ich glaube nicht, dass es noch viel zu tun gibt. Strom und so weiter ist bezahlt. Nee, sollte passen. Sollte passen. Gut, dann machen wir das. Rechner lasse ich an. Ich hoffe nicht, dass er Strom verbraucht. Und dann, okay. Soweit so gut. Also ich wüsste auch nicht, was ich jetzt geordert habe. Ich müsste passen. Bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil ich mir denke, kann ich wirklich den Tag beenden? Ich würde sagen, ja. Betriebskosten habe ich ja bezahlt. Ja. Müsste passen. Vorhin hatte ich mal kurz Angst, dass mein Spielstand kaputt ist, weil mir Steam irgendwas gezeigt hat von wegen Cloud und es wäre hinüber. Oh, Achievement. Das Beste von zwei Welten. Weiß jetzt nicht so genau, was das bedeutet. Müsste ich bis zur nächsten Folge oder so nachschauen. Ne, ich hatte Angst, weil die Cloud gesagt hat, ja, so nach dem Motto, es wäre asynchron und blablabla. Und beim Laden hat er das sich dann aufgehängt. Da dachte ich mir, oh Gottchen, was ist denn jetzt passiert? Okay, das ist das Zeug, was ich geordert habe. Es ist halt die Frage, mit was man zu. Ich weiß jetzt nicht, was das Achievement war. Vielleicht könnte ich mal nachschauen. Bis zur nächsten Folge. Es gibt sicherlich neue E-Mails, davon gehe ich jetzt mal aus. Schon wieder. Also teilweise frage ich mich. Ach nee, das sind die alten. Ich wollte gerade sagen, also da kommt doch kein Mensch hinterher. Das werde ich jetzt natürlich nicht mir anschauen. Ich mache jetzt das, was erstmal anliegt. Könnt ihr euch ja vorstellen. Welcher ist denn der PC mit dem. Einfach nur reinigen? Ja, das war der, was auch es eilig hatte. Der hier. Einfach nur Viren beseitigen. Genau. Entstauben. Was hat er noch gesagt? Jetzt muss ich gerade selber nochmal. Wie hieß der? B. Weiser war das, oder? Nicht, dass ich wieder irgendwie schlechte Bewertung bekomme. Okay, bla bla bla. Malware ist klar. Okay, verstaubt. Und genau, Kunststoff-Weißkabel will er noch haben. Das darf ich nicht vergessen. Aber mehr, also warum soll ich da zum Beispiel wieder 3D-Mark oder sowas machen? Das macht irgendwie keinen Sinn. Na gut. Na gut, na gut. Dann. Ja. Mache ich erstmal das hier weg. Das ist auch mal eine andere Art, das wegzumachen. Das ging fix. Und vielleicht kriegt man das in dieser Folge noch hin. Ne, nicht Kabel. Installieren ist es. Versuch mal ein bisschen hier den Staub zu entstauben. Vielleicht kriegt man das in der Folge noch auf die Kette. Müsste ja nicht funktionieren. Das dauert. Ah, es dauert. Manchmal weiß man auch nicht, wo man hinsprühen soll, weil er nicht reagiert so richtig. Aha. Und damit ist er entstaubt, wenn ich das richtig sehe. Ja gut, meine Freunde. Ich meine, soweit mal in der Folge.
Ich hoffe mal, das mit dem Staub passt, weil das hat er nicht mal wirklich im Auftrag stehen, sehe ich gerade. Egal, ich muss die Folge beenden. Soweit, so gut. Ich schaue auch mal wegen dem Achievement. Und dann, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, müsst ihr die nächste Folge anschauen. Und da sehen wir uns dann wieder. Und bis dahin, tschüss.